Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Die heutige kleine Kartenspende kommt vom lieben Sammelchris, dessen Kanal ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinke. Und was uns darin erwartet, das erfahren wir jetzt. Ja, das Ganze kam relativ unverhofft. Der Chris hat mich auf WhatsApp angeschrieben, er hatte meine Nummer über diese ganzen Yu-Gi-Oh!-Gruppen und meinte, ja, hier brauchst du noch was aus Fists of the Gadget, da ist wohl relativ viel von drin und er würde mir das spendieren. Er bräuchte nur meine Adresse. Ich dachte mir so, okay, ja klar. Und habe natürlich zugestimmt und ging eigentlich recht flott. Er hat mir dann das Ding auch direkt zugesendet und es dauerte erstaunliche, ich glaube, 3 Tage, bis es ankam oder tatsächlich 2. Normalerweise sind die meisten Pakete bei mir nach einem Tag da, war in dem Fall allerdings nicht so. Die Sendeverfolgung sagte sogar, dass es eigentlich erst am Donnerstag kommen sollte, hat sich dann allerdings doch noch auf Mittwoch, also quasi heute den Aufnahmetag, korrigiert, wenn man so möchte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was drin ist. Also ich weiß, dass Fists of the Gadgets drin ist, ich weiß aber nicht genau, was drin ist. Ich glaube, ein bisschen Legendary Collection Kyber Star ist auch noch drin. Es ist halt mal wieder was Kleines, soweit ich weiß. Ne? Also erwartet jetzt hier keine Über-Mega-Karten. Also so Spendensammlungen, wo wirklich der krasse Shit drin ist, wie jetzt bei Random Brain letztens hier, keine Ahnung, 1000 Euro OVP-Zeug, gibt's bei mir ganz selten. Gab's auch schon 5 oder 6 Mal, aber das hält sich höchstens in Grenzen und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Und worüber ich mich auch freue, schaut mal. Die Box ist verklebt. Egal. Auf jeden Fall, diese Boxen verwende ich gerne, um meine Magnethalter aufzubewahren. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass er das Ganze auch in so einer Box geschickt hat. So muss ich mir keine zusätzlich kaufen. Denn ja, wenn meine Boxen zu nahe gehen, dann kaufe ich mir immer so einen Schwung. Da gibt es ja auf eBay diese Angebote hier für einen 10er, 6 Boxen oder so. Leer. Finde ich immer top. Schlage ich gerne zu bei sowas. Jetzt machen wir den Käse erstmal auf. Deckel ab. Und dann, ja, lächelt uns ein kleines Briefchen an. Hier steht, liebe Grüße aus Oldenburg, NDS. Viel Spaß beim Stöbern, Auspacken und Überraschen. Ja, ich denke mal, den werde ich haben, den werden wir jetzt haben. So, schneide ich das hier mal kurz ab. Und dann gucken wir mal. Ha, die Wichstücher sind auch dabei. So. Dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. Den ganzen Styropor. Also Styroporzeug legen wir mal hier beiseite und greifen wir uns einfach mal so den ersten Stapel und schauen uns das mal an. Die Sachen sind jetzt, also das Ganze ist klein genug, um Highlights rauszulegen. Das heißt, sollten wir wirklich Highlights drin haben, werden wir das natürlich tun. Wir haben Zerbrechen der Welt aus Cybernetic Horizon. Echt, war das eine Super Rare? Oder war das eine Kamen? Ach, das war eine Kamen jetzt. Ich dachte mir schon, hey, kenne ich gar nicht. So, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall ein paar Kamens, okay. Schauen wir mal durch. Hymne des Lichts, eine sehr schöne Ritualzauberkarte übrigens. Genauso wie Urschrei. Ja, da sind ganz viele Ritualzauberkarten drin, sehe ich gerade. Okay, mega cool. Das sind wohl alle, die er über hatte. So, dann kommen wir hier zu den Holos. Wir haben hier kubisches Mandala. Kubische Wiedergeburt, also ein bisschen kubisch Stuff im Allgemeinen, okay. Dann, oh, mega cool. Schaut euch das mal an, aber ich glaube, der ist vom Zustand her nicht mehr so prickelnd, ne? Nee, der ist richtig durchgekaut. Aber Gravekeepers Chief als Erstauflage aus PGD, mega nice. Wäre der jetzt nehmend gewesen, hätten wir ihn rausgelegt. Da das aber nicht ist, werden wir das wohl nicht tun. Dann haben wir Taumaturgeist der Qualen. Der sieht mir schon ein bisschen besser aus. Auch First aus Flaming Eternity. Oh ja, ja, gar nicht schlecht. Also den legen wir uns auf jeden Fall raus. Ich denke mal, solche Dinge werden in dieser Sammlung doch als Highlight zu werten sein. Eine sehr, sehr schöne Super Rare. Die ist jetzt zwar nichts wert, ne? Nur für den Fall, dass jetzt wieder irgendjemand aus dem Eck kommt und sagt, hey, warum Highlight ist nichts wert? Hm. Für mich ein Highlight. So, dann haben wir hier offensichtlich mehrere Karten in einem Pack. Schätze mal, Dark Saviors Karten, sehr cool. Vampir-Rot-Baron, also diese Vampir-Karten finde ich ja unglaublich cool. Also das ist wohl das Schönste,
was in dem entsprechenden Erscheinungsjahr, ich glaube 2018 war es, rausgekommen ist. Also absolut top. Also von solchen Artworks gerne mehr. Dann haben wir Schattenvampir, das war glaube ich ein Reprint. Vampirzauberer war auch ein Reprint, genauso wie der blutrote Ritter Vampir Bram. Dann haben wir den blutsaugenden Koala, genau, der wurde ja umbenannt vom Vampir-Koala, glaube ich, zu blutsaugendem Koala. Dann das Super Rare auch noch, mega cool. Dann haben wir Kore Bandit, seuchenverbreitender Zombie, blutsaugendes Knabenkraut. Eine uralte Karte in so einem modernen Set, war auch die einzige, war auch ziemlich strange so ein bisschen. Dann haben wir Vampir-Kaminsensor, auch mega cool. Vampir-Bewahrer, Vampir-Verführerin, Vampir-Vertrauter, eine sehr schlicht designte Karte, gefällt mir wirklich sehr gut. Also diese Karten sind einfach mega nice. Dann haben wir einen Rotbaron, nochmal den seuchenverbreitenden Zombie und ja, eine Karte aus der GX-Zeit, nämlich Schrecken des jüngsten Gerichts. Jo, mega nice. Dann schauen wir, was wir sonst noch so haben, was uns hier sonst noch erwartet. Wir haben hinten ist noch was in durchsichtigen Hüllen. Duelist-Pack-Karten, nice. XYZ-Kanonendrache aus dem Duelist-Pack Kaiba als Reprint. Mega cool. Dann haben wir ABC-Drachenbuster. A bis Z Drachenbuster Kanone aus dem Structure Deck, auch cool. Dann aus dem Duelist Pack 2 bewaffnete Drachenkatapultkanone, ja, da haben sie die beiden Dinger quasi fusioniert, wenn man so möchte. Dann haben wir VW Tigerkatapult aus der Legendary Collection Kaiba. Z Metallpanzer, V Tigerflieger, W Flügelkatapult, A Angriffskern in Secret Rare, auch mega nice. B Buster Drachling, C Crash Wyvern, den ich übrigens am schönsten von den dreien finde. X-Kopfkanone und den Y-Drachenkopf. Mega cool. Von Legendary Collection habe ich auch schon lange nichts mehr gesehen. Also wirklich Ewigkeiten nicht mehr. So, dann haben wir hier wieder ein paar... ein paar Sachen, die hier offensichtlich alle in eine Hülle gequetscht wurden. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Aus Fist of the Gadgets habe ich tatsächlich fast noch gar nichts. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen was gespendet bekommen vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Dann habe ich mir ein paar Sachen ertradet. Und das war's. Also ich habe da wirklich ganz, ganz wenig gehabt. Und dementsprechend ist das hier eine richtig, richtig krasse Unterstützung. Übrigens, Sammelkrist, dein Kanal, ist natürlich, das kleine Dankeschön, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt sowieso jetzt in den nächsten Tagen ein Gastvideo von dem Lieben. Und wir machen da so eine Art Kollabo. Ja, er hat das Vorwort und danach wird das Video auf stumm geschaltet und von mir kommentiert. Und am Ende gibt's auch noch ein Fazit zum Kanal. Wird bestimmt mega sein. Ich bin gespannt. Also... wir haben den Raster Liga, der erinnert mich auch so ein bisschen an diese eine Karte, nicht Leotron, wie hießen die? Diese Link-Monster-Karte, die in diesem Spiel jetzt letztens rausgekommen ist. Mir ist der Name entfallen, aber ihr wisst, glaube ich, von welcher Karte ich rede. So ein bisschen erinnert die mich optisch daran, eine sehr, sehr coole Karte. Dann Codiersprecher. Eins, zweimal. Den finde ich mega cool. Widerwort Lanzenträger. Ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn einfach mega cool vom Design her, wahrscheinlich wegen dem Grün. Wären die grünen Parts jetzt auch noch blau gewesen, wäre das Design wahrscheinlich eher langweilig gewesen. Aber aufgrund dieser Farbgebung finde ich das Design sehr interessant und auch relativ einprägsam, muss ich sagen. Dann, Schuss-Kodiersprecher. Das Leute ist tatsächlich mein Lieblings-Kodiersprecher. Ja, wer hätte es gedacht? Bedauerlicherweise hat er ausschließlich einen Super-Rare-Print bekommen. In Ultra-Rare hätte er mir besser gefallen. Ich finde, also am liebsten hätte ich es gehabt, wenn es zumindest von dieser ganzen Codiersprecher-Reihe ein ganzes Set in einer Rarität geben würde. Also alle in Ultra-Rare im besten Fall jetzt. Weil ich finde, in Ultra-Rare sind die meisten Codiersprecher einfach am besten aus. Ja. Mega, mega nice aber. Also das Design gefällt mir einfach unglaublich gut. Und ja, schade, dass das nur eine Super-Rare geworden ist. Aber trotzdem cool. Haben wir zweimal. Und dann haben wir zweimal den Hunger-Fusionsdrachen. Auch mega cool. Dann geht's weiter. Ich sehe schon Gadgets. Also ich muss sagen, den silbernen Apparat und den goldenen, die haben die ja richtig hart zu Tode geprintet. Da haben wir auch gleich. Dann den grünen Apparat. Dann Majestät Mädchen, die wahre Drachowürkerin. Ja, ursprünglich glaube ich Raging Tempest gewesen. War das Raging Tempest oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Oder Flames of Destruction. Eins von beiden. Auf jeden Fall eine mega coole Karte und die Ultra Rares aus dem Set, von dem ich jetzt nicht mehr genau weiß, welches es war, waren im Allgemeinen einfach mega cool. Ja, cooler Reprint auf jeden Fall. Dann haben wir Bruderschaft der Feuerfaust Geist, auch mega nice. Anlaufbefehl Ausrüstungswechsler, okay, eins und zweimal. Und Feuerformation Tensu, ja, eine Zauberkarte, die tatsächlich mal sehr schön aussieht, muss ich sagen, und sehr einprägsam ist. Ja, da hat Konami mal wieder alles richtig gemacht, das freut mich. Mega cool. Dann schauen wir, was im nächsten Pack ist.
Da haben wir Letzte Schlacht des Unterterrors. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen überladen, das Design. Signed Konflikt. Dann haben wir Bruderschaft der Feuerfaust, Kardinal. Ja, übrigens mit der Bruderschaft der Feuerfaust, mit diesem ganzen Thema, musste ich mich erst eine Weile anfreunden. Anfangs mochte ich das nicht so, aber mittlerweile finde ich es ganz cool. Dann Bruderschaft der Feuerfaust, Tigerkönig, eine der wenigen Karten, die wir auch in Platinum Secret bekommen haben, bevor Konami eingefallen ist, dass diese Rarität vielleicht doch gar nicht so beliebt ist und sie dann wieder auf normale Secrets als Promo umgestiegen sind. Den gibt es eben auch aus einer Tinbox damals, auch cool. Und dann haben wir nochmal den Kardinal. Okay, dann schauen wir mal, was uns noch alles erwartet. Dann haben wir hier Chronograph-Zauberer, der kam doch auch in Pendulum Evolution als Ultra-Rare raus, ist tatsächlich meine Lieblingskarte aus dem Set gewesen. Dann haben wir Amorphage Unzucht, das war eine Ultra-Rare aus Shining Victories ursprünglich. Und dann haben wir Powerhold, die mobile Batterie, wusste gar nicht, dass die ein Flieger drin war, auch cool. Weiter geht's. Rastet und das wollen wir doch nicht, oder? Dann haben wir Unterterror Unterwäldlerin. Das war aus Maximum Crisis, glaube ich, meine Lieblings-Super-Rare. Diese Karte sieht so schön aus, ohne Witz. Hat jetzt quasi ihren dritten Super-Rare-Reprint, also ihren dritten im allgemeinen Print. Also sie ist ja einmal in Maximum Crisis Original rausgekommen, als Erstauflage. Dann, glaube ich, noch in der Special Edition, unlimitiert. Dann in den Megapacks, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt hier nochmal, also sogar vier Prints, ja. Also die ist, nehme ich mal an, tot geprintet bis in alle Ewigkeit. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Karte und wir haben sie gleich zweimal. Ich glaube, von der habe ich jetzt schon über 30 oder 40 Stück, aber die sammle ich bis zum Umfallen. Also die finde ich mega nice. Dann haben wir Latenz. Sehr cool designtes Monster. Oder sagen wir es mal so, es ist ein Monster. Man kann jetzt vom Geschmack her sagen, was man will, aber dieses Monster macht eigentlich alles richtig. Der Hintergrund hebt sich farblich vom Monster ab und das Monster ist groß genug und schlicht genug designt, um im Kopf zu bleiben. Finde ich mega nice. Und vor allen Dingen, das ist das erste Exemplar. Von dem habe ich noch gar keins gehabt. Sehr cool. Oh, ich habe sogar zwei bekommen. Mega nice. Dann haben wir Defcon Vogel. Ja, das Design fand ich jetzt schon wieder ein bisschen fragwürdig. Oh, die hat mir sehr gut gefallen. Verbotsschlange. Da habe ich auch erst ein oder zwei von. Mega cool. Ich liebe diese Karte. Ich weiß nicht warum, aber das ist ein richtig cooles Cyberverse-Monster. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann mal eins und zwei Stück davon. Und das gleiche gilt für den hier. Das ist der Tauschkleriker. Ich finde, die Karte ist sogar relativ oldschool. Design haben wir natürlich auch zwei. Also ich finde, das Design ist wirklich oldschool. Kann man so eigentlich unterschreiben. Für mich persönlich sieht das ein bisschen aus wie so ein... ich weiß nicht. Modernerer Shaggy the Dark Clown, so ein bisschen auf den gemacht. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich denken, was labert der da? Aber keine Ahnung, auf mich wirkt das irgendwie so. Ich finde, diese Karte ist einfach mega oldschool für mich. Das löst, obwohl ich diese Karte nie irgendwo in einem Anime gesehen habe oder so, irgendwie totales Retro-Feeling aus. Ich weiß auch nicht warum. So, dann geht's weiter mit Dynamite, Kämpfer der wahre Drachokrieger. Ja, das war auch eine sehr beliebte Karte, kam auch ursprünglich als Ultra Rare Maximum Crisis raus und ging auch ihren ein oder anderen Euro, hat jetzt hier, glaube ich, ihren, ja, auch wahrscheinlich vierten Reprint, wenn dann denn auch im Megapack rausgekommen ist, das weiß ich gerade nicht. Jo, dann haben wir ihn gleich nochmal, mega cool, Bruderschaft der Feuerfaust Bär gibt's auch als Ultimate Rare aus Cosmo Blazer, glaube ich, mega cool. Ach, da mal nochmal ein. Sehr schön. Dann Bruderschaft der Feuerfaust Gorilla. Da haben wir wahrscheinlich auch nochmal zwei, genau. Und Bruderschaft der Feuerfaust Hahn. Ja, der sich vom Design dann doch wieder ein bisschen, ja, unterscheidet, würde ich mal sagen. So, dann sind wir mit diesen Packs durch und jetzt schauen wir uns an, was hier noch so alles drin ist. Und holy moly. Ja, da haben wir einfach mal Bruderschaft der Feuerfaust Antilope. Mega cool. Die gehört wohl zu den, ich sag mal, 10 bis 12 teuersten Karten aus dem Set. Da geht das Stück nämlich in etwa 2 Euro. Wow, da haben wir gleich zwei und wow, gleich ein ganzes Playset. Alter, mega nice. Das heißt, wir haben hier jetzt 6 Euro. Also, wenn das kein Highlight ist, dann weiß ich auch nicht. Die legen wir uns auf jeden Fall raus, würde ich mal sagen. Das ist ja mega cool. Also das finde ich mega nice. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass da Karten drin sind, die sonderlich viel gehen. Aber ich denke mal, das wird, also eine von denen wird vermutlich auch im Community Binder im Community Binder landen, Leute. Also manchmal, okay. Dann haben wir Anlauf Admiral Destroyer Dynamo. Das ist eine Karte, die geht es nicht sehr viel, aber die ist ziemlich interessant. Weswegen? Ganz einfach.
Diese Karte findet sich auf unglaublich vielen Wantlists. Also auf wie vielen Wantlists ich diese Karte schon gesehen habe, das passt auf keine Kuhhaut drauf. Das ist wirklich unnormal. Ich weiß nicht, ob die Karte einfach nur interessant ist, nice to have ist, ob sich alle Sammler drauf stürzen oder ob die Karte tatsächlich eine spielerische Relevanz hat. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil dann wäre die vom Preis eigentlich höher. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Zwei ganze Playsets. Mega cool. Ah ja, aber die ist auch vom Design ganz schön, finde ich. Also die finde ich eigentlich ganz cool. So, dann haben wir ultimative Feuerformation Sinto. Einmal, zweimal, dreimal. Okay, vorher waren die ganzen Super Rares immer nur zweimal drin. Die Sequels haben jetzt wohl Playset-weise drin. Und oh, das ist natürlich eine Augenweide, Leute. Die Erz- und Unterweltler-Karten aus diesem Set sind meine absoluten Lieblingskarten aus diesem Set. Und ich war fast versucht, ein Display von denen ranzuholen, nur wegen diesen Karten. Ich habe es dann im Endeffekt gelassen, aber diese Karten sind einfach unglaublich toll. Und das ist tatsächlich auch mein Lieblings-Erz- und Unterweltler von den drei, die hier rausgekommen sind. Oh, mega cool. Dann haben wir gleich noch den nächsten. Aufstieg des Erz- und Unterweltlers. Den haben wir sogar gleich zweimal. Den legen wir uns natürlich auch raus. Schaut euch das Artwork an, Leute. Das ist mein zweites Lieblingsmonster von diesen Erzunterwelten, die wir hier haben. Allein dieses Bild. Das ist auch wieder so eine Sache, die löst so ein bisschen Nostalgie aus, weil der ist natürlich an dem herbeigerufenen Totenkopf angelehnt, ist ja vollkommen klar. Und ich weiß nicht, speziell hier die Xyz-Variante auch, da harmonieren einfach so unglaublich die Farben, das ist unnormal. So, dann nach, ja, wer das gedacht, haben wir natürlich auch noch die dritte Version. Mega cool, die ist auch übel nice. Allerdings finde ich tatsächlich die anderen beiden hübscher, wobei die auch wirklich cool ist mit dem Kreis, mit der roten Art. Das gefällt mir einfach unglaublich gut. Also Konami hat es halt schon noch drauf, wenn Konami denn möchte. Auch wenn ich sagen muss, dass die meisten richtig überkrassen Artworks tatsächlich an alte Karten angelehnt sind. Da würde ich Konami raten, mal sowas in der Richtung mit neuen Karten zu machen. So, dann haben wir noch Feuerfestung auf dem Gipfel Liang. Zweimal. Und dann greifen wir uns doch glatt den nächsten Stapel. Da haben wir wieder mehrere Karten in einem. Das heißt, wir legen uns das Ganze hier mal wieder zur Seite und schauen rein. Wir haben einen gelben Apparat, den gelben Apparat und den gelben Apparat. Ha, ich vermute mal, die sind jetzt alle sortiert. Ja, dann haben wir hier den goldenen Apparat als Playset. Dann den grünen Apparat als Playset. Auch cool, dass er hier mal einen Super Rare Reprint bekommen hat. Wir hatten die ja als Holo-Version eigentlich nur aus der Hobby League. Dann silberner Apparat. Wobei den gelben Apparat, den hatten wir auch aus einem Turbo-Pack, soweit ich mich entsinnen kann. Dann haben wir den roten Apparat dreimal. Und ja, dann haben wir noch ein paar Secret Rares, sehe ich gerade. Und zwar ein Playset Bruderschaft der Feuerfaust Pfau. Ich weiß nicht, ob die Karte was wert war. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber das spielt in dem Fall keine Rolle, weil die ist auch wunderschön. Also eine wunderschöne Karte. Guckt euch das mal an, Jungs. Mega cool. Die legen wir uns natürlich auch raus. Also das ist für mich auch ein einfach optisches Highlight. Mega nice. Also ich muss sagen, diese Nebensets, die sind tatsächlich, was die Artworks angeht, teilweise mittlerweile interessanter als die Hauptsets. Wobei ich nicht sagen will, dass die Hauptsets schlecht sind, was die Artworks angeht. Sind auch wieder dieses Mal sehr, sehr schöne drin. Zum Beispiel den Sternvasal, da habe ich mir auch schon einen besorgt. Mega, also wow, okay. Dann geht's weiter mit Päckchen Power, sage ich mal. Wir haben dreimal den Tauschkleriker. Dynamite Kämpfer, der wahre Drachokrieger. Dann haben wir natürlich wieder als Playset Unter Terror Unterweltlerin. Weiter geht's mit Bruderschaft der Feuerfaust Hahn. Und dann haben wir wieder den roten Apparat als Playset. Dann haben wir Bruderschaft der Feuerfaust Bär. Also ich muss sagen, das ist von der Stückzahl her auch richtig gut. Da habe ich direkt mal so einen kleinen Puffer. Dann haben wir Bruderschaft der Feuerfaust Gorilla. Weiter geht's mit, oh Gott, Bruderschaft der Feuerfaust Geist. Den finde ich auch besonders cool designt. Im Rahmen des Bruderschaft der Feuerfaust-Themas. Das sind ja die Reprints, die sind ja relativ alt. Ja, dann haben wir hier auch eine ganz neue Karte, nämlich den Anlaufgreifer-Kommandant Dynamo. Den ich jetzt vom Design her eher so mittelprächtig finde. Dann schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben hier auch weitere Packs, so wie es aussieht.
Tja, machen wir doch glatt weiter mit Powerhold, die mobile Barriere. Dann haben wir letzte Schlacht des Unterterrors, erneut. Jetzt habe ich hier schon zwei Stapel, die riesig sind. Wahnsinn. Dann haben wir Signet Konflikt als Playset. Als nächstes Bruderschaft der Feuerfaust Kardinal als Playset. Heieiei, du. Dann haben wir wieder den Tigerkönig als Playset. Okay, das sind jetzt wieder einzelne Karten. Einzeln, einzeln. Okay, die vier sind einzeln. Dann haben wir wieder ein paar Apparate. Okay, nice. Die lassen wir auch gleich gesleeved. Muss ich das später nicht nochmal machen. Dann haben wir nochmal den Kommandant Dynamo. Dann haben wir nochmal Majestät Mädchen, die Dracho-Bezwingerin. Ah, sehr cool. Haben wir hier doch glatt nochmal ein Playset Verbotsschlange. Das heißt, es sind insgesamt 5 Stück davon drin. Mega cool. Da habe ich schon 7 Stück davon. Dann haben wir nochmal den Defcon-Vogel. Und auch sehr cool, nochmal als Playset die Latenz. Finde ich auch cool, dass der Name mal wieder so kurz ist und kein so verschwurbelter Irgendwas-Name. So, dann geht's mal locker flockig weiter hier, würde ich sagen. Und zwar mit Signet-Optimierung. Ich glaube, die sehen wir jetzt hier das erste Mal. Ist eigentlich auch eine ganz coole Zauberkarte von der Optik her. Das gleiche haben wir hier auch nochmal, auch als Playset. Jupp. Dann haben wir Anlaufbefehl Ausrüstungswechsel. Das ist eine neue Karte für die Gadgets. Dann haben wir Feuerformation Yoko. Das ist eigentlich auch eine Karte, die ganz gut aussieht, muss ich sagen. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Weiter geht's mit meiner Lieblingszauberkarte, die ich bisher hier gesehen habe. Nämlich die Feuerformation Tensu. Tanky war ja, glaube ich, auch wieder drin. Tanky wurde mittlerweile 20.000 Mal geprintet. Dann haben wir hier Elf-Phase, was so ausgesprochen wird. Das ist ein cooles Cyberverse-Monster. Erinnert so ein bisschen an diese älteren Kriegermonster, diese älteren Ninja-Monster, nur halt neu aufgelegt, eben als Link-Monster. Auch sehr cool. Dann haben wir ja den Widerwort Lanzenträger als Playset. Und dann kommen wir auch hier zum letzten Stapel. Da haben wir nochmal Elf-Phase. Dann haben wir den Raster Liga nochmal als Playset. Da nochmal den Schusskodiersprecher. Ein weiteres Päckchen mit dem Kodiersprecher. Dann geht's locker flockig dem Ende entgegen mit dem Hungergift Fusionsdrachen. Auch ein unglaublich cooles Artwork. Wobei der immer weiter downgegradet wurde. Er hat mit Secret Rare angefangen, dann ist er, glaube ich, eine Ultra geworden, dann eine Super. Jetzt ist er nur noch eine Rare. Ich glaube, gibt es den auch schon als Common. Keine Ahnung, wenn nicht, kommt das bestimmt noch. Der ist auch echt zu Tode geprintet worden. Amorphage Unzucht, auch mega nice. Dann sehen wir jetzt hier auch gerade das erste Mal Amorphage Goliath. Kam ursprünglich in Shining Victories raus, ebenfalls als Super Rare. Einer der eher schlichteren und unscheinbaren Amorphage-Karten. Dann haben wir nochmal ein Playset vom Chronograph-Zauberer. Und zu guter Letzt haben wir nochmal ein Playset vom Goliath. Ja, kommen wir zum Fazit. Zunächst mal zu den technischen Daten. Ja, was hat denn diese Einsendung jetzt ungefähr an Wert gehabt? Also wir haben ja hier dreimal den V gehabt, denn jeweils 2 Euro wert war. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 6 Euro fix. Und es waren wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Karte dabei, die mal so 15, 20 Cent ging. Bei den Duelist-Pack-Karten bin ich mir gerade gar nicht so sicher, habe ich jetzt auch nicht nachgesehen. Das heißt, ich schätze das Ganze jetzt mal mittelmäßig und sage, wir liegen hier ungefähr bei 15 bis 20 Euro. Ja, komm, sagen wir 20 Euro. 20 Euro machen wir bestimmt nichts falsch. Und ich denke mal, dass auf den Wert wird es wohl im Groben und Ganzen auch rauslaufen. Was mir auch sehr geholfen hat, was mich sehr gefreut hat, war dieser kleine Freund hier, Latenz. Den hatte ich nämlich noch gar nicht. Jetzt habe ich 5 Stück davon. Das ist mega cool. Ich denke mal, das ist so das größte Nebenhighlight für mich. Und an und für sich natürlich schöne Karten. Der Traumaturgist, genauso wie der Gravekeeper, war natürlich so vollkommen aus dem Kontext gerissen. Hat mich auch mega gefreut. Beim Gravekeeper ein bisschen schade, dass er Plate ist, aber er halt mega cool an sich. Und ich muss sagen, Fists of the Gadget hat wirklich eine
unglaublich gute Kartenqualität, auch was die Super Rares angeht. Das ist ja häufig auch so in Hauptsets, dass die Super Rare Karten immer so ein bisschen billiger wirken als Ultras und Secrets. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor, aber hier wirken die tatsächlich sehr hochwertig vom Print. Und sie werden auch nicht so krass zu Chipsletten, wie ich das von anderen Karten erkenne. Sehr, sehr cool. Und auch die Designs sind einfach unglaublich cool. Fists of the Gadget ist ein unglaublich gut gelungenes Set mit gut gelungenen Artworks. Und diese Einsendung hat mich, was dieses Set angeht, wieder ein ganzes Stück weit nach vorne gebracht, da ich davon wirklich wenig da hatte. Und jetzt habe ich wenigstens mittelmäßig viel da, würde ich mal sagen. So einen kleinen Grundstock, mit dem man arbeiten kann. Und dafür vielen, vielen Dank, lieber Chris. Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Zu seinem Kanal äußere ich mich dann, wenn wir dieses Collabo-Video machen, nochmal genauer. Da erfahrt ihr dann noch mehr über seinen Kanal, mehr über seine Sammlung. Lernt ihn vielleicht auch ein bisschen so als Typen kennen, auch wenn ich das Ganze übersynchronisiere. Die Einleitung macht er ja selber. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Dann mal bis dann mal, wenn man so möchte. Und haltet natürlich die Ohren steif.